Hallo, herzlich willkommen. Dies ist mein allererstes V-Ray-Video und ich möchte Ihnen einfach mal zeigen, wie meine ersten Gehversuche in diesem Rendersystem, wie die so aussehen und was ich da bisher geschafft habe. Und zwar einfach, um Sie zu ermuntern, das auch mal auszuprobieren. Es ist wahrscheinlich relativ umfangreich in der Einarbeitung. Es gibt aber auch Dinge, die man ganz schnell verstehen kann und auch umsetzen kann. Und es ist sehr, sehr interessant. Also, wie gesagt, ich bin überhaupt kein Experte. Ich habe das Ganze seit 2 Stunden installiert. Ich habe jetzt also 2 Stunden lang rumprobiert und habe jetzt überlegt, dass ich da sofort Ihnen auch mal was zeigen möchte, wie das funktioniert, was ich da in den 2 Stunden rausbekommen habe, um zu sehen, wie das Ganze installiert wird, wie das Ganze in Cinema 4D aussieht und wie man es dort benutzt und auf was es ankommt. Das können Sie alles woanders auch sehen. Es gibt genügend Tutorials im Netz, auch auf der V-Ray for Cinema 4D-Seite. Ich will es einfach nochmal für mich auf auf rendertalk.de auch nochmal zeigen, um Ihnen sozusagen Lust zu machen, das auszuprobieren. V-Ray for Cinema 4D ist ein Plugin im Prinzip und muss installiert werden. Da gibt es ein paar Orte, wo die Sachen hinkommen. Es gibt natürlich den Plugins-Ordner im Maxon-Verzeichnis, wo der größte Teil reinkommt. Das ist V-Ray Bridge, das Plugin, der Plugin-Ordner. Es gibt aber auch auf der obersten Ebene dieses Programmordners noch die Lizenzdatei, nicht zu vergessen, sonst läuft das Ganze nicht. Und da gibt es noch einen sehr geheimnisvollen Ort, Rechtsklick auf Cinema 4D, Show Package Contents, und da gibt es einen Unterordner, der heißt macOS, in meinem Fall, bei Windows sieht es natürlich anders aus, und da sind auch nochmal 3 Dateien drin, die Sie dort extra reinlegen müssen. Ja? So, wenn Sie das alles geschafft haben, was ja nicht besonders schwer ist, können Sie Cinema 4D starten. Ich habe hier eine Datei offen, neue Nationalgalerie, kennen Sie vielleicht aus meinen Büchern. Und man sieht zunächst mal von V-Ray gar nichts. Ja, das ist also jetzt nicht irgendwie was Neues hier passiert. Es ist ganz so, wie man es kennt. Das ist das Schöne bei diesen ganzen Plugins, die sich da so schön einfügen, im Hintergrund bleiben, wenn man sie nicht braucht. Und so ist es auch mit V-Ray. Zunächst mal ganz kurz zur Datei. Die Datei ist vollkommen abgestrippt von irgendwelchen Materialien. Die ganzen Materialien und Rendertext, die da drin waren, habe ich alle rausgeschmissen. Ich möchte gerne, dass es schön übersichtlich ist, um besser lernen zu können, wie V-Ray funktioniert. Es gibt eine Kamera, es gibt einen Himmel, dieses unendlich große Kugelobjekt, was man dann zum Beleuchten zum Beispiel gleich benutzen kann. Also alles Dinge, die Sie kennen. Und der wichtigste Ort jetzt sind die Rendervoreinstellungen. Dort gibt es jetzt unter Allgemein bei den Rendersystemen auch den Eintrag V-Ray, V-Ray Bridge. Und wenn man da draufklickt, dann ist dieser Renderer, steht er hier zur Verfügung und ist auch schon im Einsatz. Die Einstellungsmöglichkeiten bekommen Sie, wenn Sie da draufklicken. Und dann geht's los. Hier kriegt man es mit der Angst. Es gibt 1000 Sachen zum Einstellen. Wenn man sich ein bisschen beruhigt hat, merkt man, dass es eine ganze Menge Sachen gibt, die man kennt, wie zum Beispiel Anti-Aliasing. Wobei da wiederum die Einstellungsmodalitäten scheinbar ein bisschen anders sind. Options betreffen sozusagen die generellen Fragen, die vorm Rendern beantwortet werden müssen, wie zum Beispiel, soll es denn Spiegelung und Transparenz geben im Rendering und so weiter. Also das kann man alles dort einstellen. Wichtiger Punkt ist natürlich hier GI. Möchte man sie haben, ja oder nein? Und wenn ja, in welcher Qualität? Auch das geht alles. Kommen wir gleich noch zu. Ja? Wie gesagt, also ich bin kein Experte bis jetzt. Ich bin Anfänger. Ich zeige jetzt nur das, was ich schon verstanden habe. Dann geht es weiter. Wir brauchen, um mit V-Ray gescheit rendern zu können, auch V-Ray-Materialien. Und mein Weg heute, wo ich angefangen habe, ist zunächst mal der, statt irgendwelche vorgefertigten Material-Presets zu benutzen, die bestimmt alle super toll sind, habe ich das anders gemacht. Ich mache das so, dass ich ein Cinema 4D-Material erzeuge, ganz klassisch. Ziehe das auf dieses Modell zum Beispiel, auf diesen Modellordner. Das heißt, ich texturiere jetzt das ganze Modell einheitlich. Und zwar mit weißer spiegelnder Farbe, also die Farbe soll weiß sein und das Ganze soll spiegeln. Glanzlicht kommt weg, Spiegelung kommt rein und die Spiegelung soll aber nicht 100% sein, sondern nur 10. So, soweit so gut. Ein Cinema 4D-Material, was jetzt auf dem Modell liegt. Ganz schön, aber wir wissen ja oder ahnen schon, es sollte ein V-Ray-Material sein und deswegen gibt es jetzt einen Trick, um das umzuwandeln. Dazu muss es auch gar nicht aktiviert sein. Es gibt jetzt nämlich noch einen Ort, wo V-Ray Sachen herumliegen, und zwar im Plugins-Menüpunkt gibt es V-Ray Bridge und dort gibt es den V-Ray Material Converter. Wenn ich da jetzt draufklicke, gucken Sie mal nach links unten auf den Monitor, dann erzeugt
V-Ray ein zweites Material, ein umgewandeltes. Und das ist jetzt auch diesem Modell schon zugewiesen. Das heißt, auch das Textur-Tag wird aktualisiert, wenn man so will. Und wenn ich jetzt doppelt draufklicke, dann können Sie hier sehen, was es mit diesem neuen Material auf sich hat. Was ja eigentlich mein altes ist. Es hat also einen Spiegelungskanal gehabt, ursprünglich, und den Basisbereich. Und hier gibt es noch einen Diffuse-Layer. Offensichtlich benutzt V-Ray da immer einen Diffuse-Layer auch für die, keine Ahnung, Basis. Und das ist also eigentlich ganz ähnlich wie in Cinema 4D, beim Cinema 4D-Materialsystem. Wir haben hier also verschiedene Layers oder Kanäle, wenn man so will. Ein Teil davon kenne ich gar nicht, aber Bump ist auf jeden Fall Relief. Das ist der Leuchtenkanal, das ist Reflexion, Spiegelung. Und komischerweise hat sich mein Spiegelungskanal aber in ein Specular Layer 2 verwandelt. Okay, ja. Ich kann jetzt den auch gleich mal anschauen, Diffuse Layer 1. Wir haben also alleine ein Reflection und 1, 2, 3, 4, 5 Specular Layers, wo offensichtlich auch meine Spiegelung mit dabei ist. Das heißt also eigentlich 6 Spiegelungskanäle, wenn man so will, verglichen mit einem in Cinema. Das ist natürlich enorm. Wir haben 2 Diffuse Layer und einen Transparenzkanal. Also das sieht alles ein bisschen üppiger aus. Und wenn man sich den jetzt mal, einen dieser Glanzlicht- oder Spiegelungskanäle mal anschaut, dann geht es gleich weiter mit dem Respekt. Ich mache das mal im Vollbild. Mein Monitor ist nicht kaputt, das ist einfach nur jetzt der Vollbildmodus. Ich habe jetzt hier Specular Color, also die eigentliche Farbe. Dann habe ich hier so eine Art zusätzlichen Layer Transparenz. Dann noch sowas anderes, was da drüber liegt. Also ich habe sozusagen mehrere Schichten, die übereinander liegen in diesem Material. Und zwar nur innerhalb eines dieser 6 Spiegelungs- bzw. Glanzlichtkanäle. Das lässt also darauf schließen, dass man mit diesen Materialien tatsächlich mehr erreichen kann als mit Cinema-Materialien. Und so heißt es ja auch, dass die Materialien von V-Ray noch realistischer aussehen als, ja. Allerdings, man muss halt offensichtlich sehr viel einstellen. Gut, aber ich wollte ja nur zeigen, ich habe also eigentlich ein vertrautes Material durch den Konverter umgewandelt, hatte also jetzt überhaupt keine Arbeit damit, und ob das jetzt viel oder wenig zum Einstellen ist, kann mir jetzt erstmal egal sein. Das Zweite, was ich brauche, ist eine Beleuchtung für die Szene. Ich habe bei GI die Möglichkeit, HDRI-Bilder zu nehmen, also 32-Bit-Bilder, Bitmap-Bilder mit 32-Bit, also mit einer höheren Dynamikumfang, die dann sozusagen als Lichtquellen verwendet werden können. Die muss ich also auf irgendein Objekt draufmappen, zum Beispiel auf diesen Himmel. Und das funktioniert ja bekanntlich auch über ein Material. Jetzt mache ich es also wieder so. Ich nehme ein Cinema-Material zunächst mal daher, lösche aus dem Kanalsystem alles, was ich nicht brauche, und füge einen Leuchtenkanal ein. Und dort wiederum, bei Leuchten, lade ich ein HDRI-Bild als Bild rein. Was es damit auf sich hat, erkläre ich jetzt nicht weiter. Das wissen Sie entweder schon oder Sie wissen es noch nicht. Wenn Sie es nicht wissen, dann sollten Sie es schnellstens lernen, denn HDRI-Beleuchtung ist echt cool. Sie ist sehr schnell, also rendert sehr schnell. Braucht überhaupt nicht eingestellt zu werden oder fast gar nicht. Hat aber auch Nachteile. Man kann zum Beispiel kein klares Schatten, keine klare Schattengrafik haben, die man bei direktem Sonnenlicht hat. Das gibt es nicht mit HDRI. Aber der Vorteil ist zum Beispiel eine sehr weiche Beleuchtung, auch sehr farbig. Also je nachdem, wie farbig das eigentliche Bild ist, was da benutzt wird, kommen diese Farben natürlich auch ins Bild. Jetzt nicht so deutlich, aber immerhin. Dadurch sieht es insgesamt auch wieder realistischer aus, denn wir haben ja auch in der Wirklichkeit immer farbiges Licht, dadurch, dass Licht ja immer reflektiert wird von farbigen Flächen. Also zum Beispiel vor meinem Fenster steht ein Kastanienbaum. Der hat noch grüne Blätter, und wenn das Licht jetzt hier in mein Zimmer reinscheint, dann hat es eben auch starke Grünanteile deswegen. Und so ist es auch mit HDRI. Also das ist der größte Vorteil meines Erachtens, und eben auch, dass es eine relativ unkomplizierte Installation gibt. Ich habe jetzt also hier schon eine Lichtquelle in dieser Form. Und aber auch da ist es jetzt immer noch ein Cinema-Material. Ich muss nochmal dieses V-Ray Bridge-Tool einsetzen, Material Converter. Jetzt habe ich ein weiteres Material, und das ist jetzt auch hier ersetzt worden. Ich kann da auch mal kurz doppelt draufklicken, und dann können wir uns das mal kurz angucken. Es gibt also den Basisbereich, einen Luminosity Layer, also den Leuchtenkanal sozusagen, und da ist jetzt auch dieses Bild drin. Auch da gibt es wieder mehrere Schichten, die man übereinander legen kann. Und weiß der Kuckuck, was man noch einstellen kann. Aber darum geht es jetzt auch erstmal gar nicht. So, jetzt wird es eigentlich Zeit zum Rendern.
Aber bevor ich das mache, noch einmal einen Blick in die Rendervoreinstellung. Ich habe also den V-Ray Renderer schon am Start. Bei Indirect Illumination muss ich jetzt noch einen Haken setzen, GI On. Sonst gibt es nämlich keine indirekte Beleuchtung. Das Ganze ist also genauso wie bei Cinema 4D auch. Ganz wichtige Einstellungen sind in ganz, ganz klitzekleinen Kästchen zum Ankreuzen. Aber so ist es eben. Und da gibt es jetzt natürlich, wie Sie wissen, ganz viel zum Einstellen, was die Qualität und die Renderzeit enorm beeinflussen. Und damit ich mich damit jetzt gar nicht beschäftigen muss, nehme ich ein Preset. Und da gibt es dankenswerterweise eine tierisch große Liste. Und ganz oben Default Universal Preset Stefan, very fast, very good. So, wenn das nicht gut klingt, dann probiere ich das doch mal aus. Was das jetzt natürlich bedeutet für die Einstellung da drin, weiß ich nicht, interessiert mich jetzt auch nicht. Kommt alles noch. So, jetzt kann ich also rendern. Ich drücke mal Command R. Was man schon sehen kann, ist, dass V-Ray offensichtlich immer im Ausgabeformat rendert, nicht im ganzen Editor. So, ich könnte Ihnen jetzt sagen, dass das Rendern in V-Ray ziemlich schnell geht. Das sind so meine Erfahrungen. Ich will jetzt trotzdem Ihnen aber das nicht zumuten, dabei zuzugucken. Deswegen breche ich das mal ab. Es gibt ja die Möglichkeit, einen Ausschnitt zu rendern. Das kennen Sie schon aus Cinema. Und dann, das funktioniert immer noch. Ich kann also jetzt einen Rahmen aufziehen und dann kann ich das dort rendern lassen. Er baut dann so verschiedene Presets auf. Ach, Entschuldigung, Prepasses, also wo sozusagen die Lichtreflexion analysiert wird. Ist jetzt bei 6 von 7. Kommt 7 von 7. Wer hätte das gedacht? Das müssen wir uns jetzt einmal angucken und dann machen wir es gleich anders. Ja, ich habe dann hinterher schon fertig gerenderte Bilder, die ich Ihnen zeigen kann. Aber das müssen wir jetzt mal ganz kurz abwarten. Das geht nämlich dann doch relativ fix. Ich habe ja Spiegelung im Material, das heißt, da muss man natürlich schon ein bisschen rechnen. Ja, sehen Sie, da kann man schon was sehen. Ich mache das gleich mal im Vollbildmodus, damit das ein bisschen besser geht. So, jetzt möchte ich das mal ganz kurz hier größer sehen. So, wenn es so leicht wäre. Also Sie sehen sozusagen hier, die Helligkeit ist schon ganz gut. Sehr blaustichig, das kommt von meinem HDRI-Bild. Jetzt sehe ich das Bild auch. Ob das jetzt schlimm ist oder nicht, weiß ich noch nicht. Ich kann das dann auch später ausblenden. Ich komme jetzt aber zu einem wichtigeren Punkt, der sozusagen noch zu den Elementartechniken von V-Ray gehört. Also ob das jetzt schon hell genug ist oder nicht, ist eine andere Frage. Wir hatten jetzt den Renderer selber bei den Rendervoreinstellungen gesehen. Wir haben das Materialsystem von V-Ray schon so ganz, ganz, ganz leicht mal angeschaut. Hatten also dazu Materialien konvertiert. Und jetzt kommt als Drittes dazu, die physikalische Kamera von V-Ray. Das heißt, eine Kamerafunktionalität, die dem ähnelt, was wir im Alltag kennen von unseren richtigen Kameras, dass wir nämlich eine Empfindlichkeit einstellen können, eine Verschlusszeit und eine Blende und damit die Belichtung steuern. Und das ist natürlich toll. Wir müssen also nicht an den Lichtquellen irgendwie rumschrauben und die heller und dunkler machen, sondern wir können in einem schon eingerichteten Lichtsetup das Bild heller und dunkler kriegen, indem wir an der Kamera drehen. Ja? Also so, wie wir das in der Wirklichkeit ja auch machen. Und das geht aber nur, wenn wir sozusagen die V-Ray-Funktionalität dieser Kamera hinzufügen. Wir haben also die Cinema 4D-Kamera. Und wie macht man das? Natürlich mit einem Tag. Und zwar Rechtsklick, V-Ray Bridge Tags, die jetzt auch da sind seit der Installation. Und da gibt es hier die V-Ray Physical Camera. So, zunächst einmal nochmal zur Beruhigung. Die Kamera ist also immer noch die alte. Wir haben Koordinaten, können wir einstellen, Objekt, Brennweite, Bildgröße, ob es eine Zentral- oder Parallelprojektion ist und so weiter. Filmoffset haben wir alles noch.
Dann haben wir aber zusätzlich eben diesen Punkt V-Ray Physical Camera. Den kann ich auch haben, wenn ich hier direkt auf das Tag klicke, dann komme ich da auch hin. Wie gesagt, das ist hier aber auch alles drin. Lens Parameters, Sampling, Basiseigenschaften, das gleiche wie wenn ich hier direkt drauf klicke. Lens Parameters, Basis und Sampling. So, Basis, da ist nichts los. Lens Parameters ist ganz wichtig. Use Physical Camera. Und der wichtigste Punkt an dem Ganzen ist jetzt vor allen Dingen, dass wir hier, wenn der Haken bei Exposure gesetzt ist, das muss sein, dass wir dann die Belichtung, also die Helligkeit des Licht, des gerenderten Bildes über ISO, F-Stop, das heißt Blende auf Deutsch, und Shutter Speed, das heißt Verschlusszeit auf Deutsch, einstellen können. Je höher die ISO-Zahl, desto heller wird das Bild. Je höher die F-Stop-Zahl, desto dunkler wird das Bild, weil sich dann die Blende verkleinert. Und je höher die Shutter Speed-Zahl, also die Verschlusszeit, das heißt in Wahrheit ist es ja ein Bruch, 1 zu 200 steht, heißt das eigentlich, eine 200stel Sekunde, desto dunkler wird das Bild ebenfalls. Ich mache jetzt mal Folgendes. Ich weiß ja schon so circa, wie ich das in der Wirklichkeit machen würde. Ich würde hier vielleicht 800 wählen an meiner Digitalkamera. Die Blende würde ich relativ eng lassen, weil da die Tiefenunschärfe dann nicht so groß ist. Das heißt, es sind mehr Bereiche scharf dargestellt und die Verschlussgeschwindigkeit reduziere ich auf 1/30. Das ist die Geschwindigkeit, mit der ich noch fotografieren kann, ohne dass es verwackelt. Ich habe jetzt also sozusagen wie bei einer echten Kamera Filmempfindlichkeit, Blende und Verschlusszeit, die ich hier verändert habe. Die Blende ist gleich geblieben, Verschlusszeit ist länger geworden. Das heißt, es kommt mehr Licht in die Szene oder in die Kamera, wohlbemerkt. Und die Filmempfindlichkeit habe ich auch hochgedreht. Und jetzt mache ich nochmal ein kleines Testrendering, aber ich mache das mal im Vollbildmodus, damit das ein bisschen schöner aussieht. Und nehmen wir nochmal so einen Beispielbereich und schauen wir das mal an. Ja, so eine Ahnung kriegt man schon beim Rendern dieses Ausschnitts, ob es überhaupt hell genug sein wird. Ich würde jetzt bei Testrenderings das Anti-Aliasing immer ganz abschalten, weil man es natürlich nicht braucht. So. Was diese kleinen T's zu bedeuten haben, weiß ich nicht. Sieht ein bisschen sehr technisch aus, das Ganze. Wie gesagt, also ich nutze mal die Zeit, um ein paar allgemeine Sachen zu sagen. Also natürlich muss man dieses Programm richtig können. Natürlich muss man auch ganz genau wissen, was die Parameter beim Rendern bedeuten, damit man eben genauso was vermeiden kann. Also dass eine relativ einfache Szene wie diese so lange dann doch rendert, das muss natürlich überhaupt nicht sein. Ich habe eben eine Beispielszene geöffnet, die man eben auch runterladen kann von der Seite von V-Ray for Cinema4D, die sehr, sehr viel komplexer war mit Rasen, mit Wasserflächen und Lichtquellen auf dem Wasser und so weiter. Und das hat also relativ schnell gerendert und auch sah auch ziemlich gut aus. Also auf jeden Fall muss man sich ernsthaft damit beschäftigen, sonst beherrscht man sozusagen diese Situation nicht. Und natürlich ist bei Terminabgaben sowas ganz, ganz, ganz entscheidend. Also man kann einfach nicht 14 Stunden lang rendern, wenn die Abgabe in 8 Stunden ist. Das funktioniert halt nicht. Und damit das trotzdem gut aussieht, muss man halt wissen, was man da tut. Okay, ich habe jetzt mal in den Bildmanager gerendert. Ich zeige Ihnen das mal. Bildmanager. Und dort sehen wir jetzt das, was zuerst passiert ist. Ich habe also das Bild mal komplett rendern lassen. Es hat 19 Minuten gedauert, wie man sieht. Und dieses Bild sieht sehr merkwürdig aus. Wir haben hier in der Mitte eine ganz okaye Belichtung, aber dann wird es zum Rand hin sehr dunkel, was natürlich etwas merkwürdig ist. Ich bin im Rätsel dann auf die Spur gekommen. Es gibt eine Voreinstellung bei der Kamera, und zwar in der V-Ray-Abteilung der Kamera sozusagen. Ich mache das mal richtig groß hier. Und zwar steht hier Vignetting Effects und dieser Wert stand voreingestellt auf 1. Ja? Und der hat dann sozusagen zur Folge, dass es da eine extreme Vignettierung gibt, das heißt, es wird zum Rand hin dunkler. Warum das so voreingestellt ist, weiß ich nicht, denn das kann natürlich eigentlich nicht der Sinn sein. Und deswegen habe ich das dann mal testweise auf 0 gestellt und das dann nochmal gerendert und das Ergebnis war dann eben ein ganz anderes. Ich kann das hier mal zeigen.
Achten Sie mal auf die Bildmitte, also auf diesen Punkt hier. Der ist nämlich in beiden Bildern genau gleich. Es hat sich ja auch an der Belichtung der Kamera gar nichts geändert. Nur eben diese Vignettierung ist aufgehoben mit 0. Das heißt, es geht also zum Rand hin gleichmäßig in der Helligkeit weiter, so wie es auch in der Bildmitte ist. Das hat dann 26 Minuten gedauert. Woran das jetzt genau liegt, dass die Renderzeiten unterschiedlich sind, weiß ich nicht. Ich habe wahrscheinlich andere Programme noch offen gehabt. Das ist ja dann sehr empfindlich immer, weil der Prozessor dann auch noch mit anderen Sachen beschäftigt ist. Und was jetzt überhaupt sozusagen die Render-Presets sind und ob das jetzt noch schneller gehen könnte, was ich mal stark vermute, da habe ich jetzt alles noch gar nicht ausgetestet. Ich wollte jetzt eigentlich erstmal nur eine Art Übersicht geben über die ersten wichtigsten Dinge. Also nochmal zur Erinnerung, die Installation an den drei Orten. Dann die Umwandlung von V-Ray-Materialien in Entschuldigung, von Cinema 4D-Materialien in V-Ray-Materialien. Ob das jetzt der geschickteste Weg ist, wage ich zu bezweifeln. Ich schätze mal, es ist besser, die Materialien in V-Ray von Grund auf zu bauen. Aber trotzdem war es ein erster Schritt und es ging ganz gut. Die Beleuchtung über HDRI, auch das ein Material, was dann erstmal in ein V-Ray-Material umgewandelt wurde. Die Kamera bekommt einen Tag und wird damit zu einer, kann damit zu einer physikalischen Kamera werden. Stichwort Filmempfindlichkeit, Verschlusszeit und Blende, über die dann die Belichtung gesteuert werden kann. Alles sehr angenehm. Der Renderer selber ist über die Render-Voreinstellung zu erreichen, den schaltet man einfach ein. Und bei den GI-Presets, wie gesagt, hatte ich ein Preset genommen aus einer Liste von Presets und das sollte very fast and very good sein und das habe ich jetzt genommen und das war es erstmal. Ja? Ein erster Vorgeschmack für mich und vielleicht auch für Sie auf V-Ray.